Und da ist er mal wieder hier im Monster Drill und das am Kupfersee. Also nicht nur eine Top-Frequenz, sondern wenn wir noch ein bisschen dicker reingehen, mit ein bisschen dickeren Boilies, dann ballert's auch so richtig rein. Und die Bremse brennt. Eieieiei, okay, jetzt geht's aber hier richtig ab. Ich musste die Bremse mal ein bisschen runterdrehen, damit die nicht komplett eskaliert. Hier, der Fisch zieht ja richtig ab. Ich habe gerade noch hier an der Stelle schön entspannt auf 15er Boilies geangelt und habe gedacht, ach komm, das reicht doch. Und jetzt habe ich gedacht, komm, wenn die immer so klein sind, die ollen Fische, dann mach doch mal einen 20er Boilie drauf und zack. Und nochmal. So. Jetzt gehen wir mal langsam wieder hoch, aber jetzt muss ich auch langsam laufen. Jetzt ist der Fisch da ganz hinten. Ihr seht die Schnur unten. Da ist nicht mehr viel drauf hier. 3000er Rolle. Schön hier auf Grundleit, wie sich das gehört hier am Kupfersee. Und da piept es auch schon wieder los, sehr gut. Mann, 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 Mann. So, und jetzt langsam dahin. Langsam da vorne hin und versuchen rauszuziehen den Brocken. Schön Stück für Stück. Hammer. Erster großer Brocken. Bisher fast nur, oh nein, 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 nein. Fast nur Spiegelkarpfen. Nochmal, Alter, nein, nein, nein. Die kurbelt so langsam, ey. Okay, hoffentlich bleibt er drin, hoffentlich schlitzt er nicht aus. Ich habe schon einige Male hier jetzt, angeschlagen. Weil der Spannungsverlust doch mehrfach da war jetzt auch schon. So, vielleicht muss ich so ein bisschen seitlicher gehen. Mehr in den Blank rein. Ja, aber das Kurbeln ist halt so langsam auf den kleinen 3000er Rollen. Da gleicht man das nicht mal schnell aus. Bis da die Schnur eingeholt ist. Bei großen Kopfschlägen. Aber wichtig ist, dass er da hinten bleibt. Dann ist das alles gut. Dann kann er da auch nicht weiter weg. Und da lassen wir ihn sich jetzt ein bisschen austoben, den Fisch. Ich bin mega gespannt, was es ist. Ich bin auch sehr zufrieden, wenn es ein großer Spiegelkarpfen ist. Gar nicht verkehrt, nehme ich natürlich auch gerne mit. Aber was Seltenes wäre natürlich sensationell hier. Also, an der Stelle gerade. Die Sarah hatte das vorhin gepostet. Meinte, Alden, willst du noch Kois? Na klar. Na klar will ich noch Kois. Und da hat sie mir schön detailliert alles geschrieben. Und ja, und auch beschrieben, wie und wo sie da stand. Und jetzt habe ich endlich die Zeit und teste das mal nach. Und ja, viel, viel Kleinkram erstmal. Wir gucken uns das gleich mal schön im Detail an, wie es dann aussieht im Kescher gerade. Die Frequenz ist super. Ist richtig abgegangen sofort. Und jetzt ist natürlich die Frage, was haben wir hier noch? Welche Fische sind es? Was geht hier alles rein? Alter. Oh, Alter. Also, sobald der Fisch so in meine Richtung schwimmt, ich kriege das gar nicht hin mit der... Mann, ey. Hammer. Der schwimmt so viel schneller, als die kleine Rolle hier kurbeln kann. Das ist ja ein Ding, ey. So, ich muss ein bisschen rechts rüberziehen, damit er weiter nach links in die Ecke abhaut. So. Und ich glaube, ich will ihn noch gar nicht ziehen. Das wird noch ein bisschen dauern. Bis der wirklich müde ist und dann sich langziehen und herkurbeln lässt. Das wird noch ein bisschen brauchen. So, ich bleib mal jetzt hier so. Ich glaube, hier ist es ganz gut. Dann sehe ich ungefähr, wo er lang schwimmt. Kann immer noch schön ein bisschen dagegen lenken. So ist das auch angenehm. Ah. Ja, also wie gesagt, die Sarah hatte mir geschrieben, Alden, wenn du Kois suchst, probier mal da vorne. Wir gucken uns gleich den Spot natürlich an, wir gucken uns das Setup an, wir gucken uns die Futtermische an. Alles schön im Detail. Hat sie schön probiert und wohl auch schon ordentlich rausgezogen. Mehrere schwarze Kois. Das wäre natürlich der Oberhammer, ne? Das wäre natürlich der Oberhammer. Der fühlt sich hier auch schon fast so agil an. Ich weiß gar nicht, ob das ein Spiegelkarpfen ist. Vielleicht doch irgendwie was so ein bisschen schneller ist für so einen Spiegelkarpfen. Wobei es schwer zu sagen, ne? Auf diesem feinen Setup hier mit ja, nur einer 3000er Rolle wirkt das vielleicht dann doch nochmal anders. Ja, gucken wir mal.
wie lange er braucht und wann er sich verausgabt hat. So, ein paar Ingame-Stunden später wird er so langsam müde. Das ist doch gut. Ich bin sehr gespannt, wie schwer das ist, was es ist. Vielleicht einfach wieder nur einen Spiegelkarpfen. Wie gesagt, bisher alles voll mit Spiegelkarpfen. Aber bei der Frequenz ist es auch gar nicht verkehrt. Und wenn wir dann die Chance haben, dass da zwischendurch mal ein Koi dabei ist, dann ist das doch ganz nice. Dann nutzen wir doch die Chance und testen das. Das wär's doch. Übrigens scheint es sich auch gerade so ein bisschen zu drehen wieder von Aromatik. Also ich bin immer noch unterwegs hier mit Ananas. Aber es werden auch schon ganz spannende, große, sehr große Kois gefangen auf Krabbe. Krabbe, Fisch und Krabbe, Muschel. Auch natürlich wieder spannend. Mal wieder eine ganz andere Aromatik drin. Ja, das ist doch ein Spiegel, oder? Das ist doch ein Spiegel. Ah, wer kommt da aus dem Nebel? Der mächtige Spiegler. Sieht man da schon was? Jetzt taucht er nochmal ab, aber da sehen wir ihn doch. Ja, das sieht doch schon ganz gut aus, der Teil, wa? Der hat doch mal Gewicht, aber ich glaube nicht, dass der 25 hat. Spiegelkarpfen mit 25 Kilo Trophy-Gewicht. Ah, oder? Passt das? Ja, 24,7 ist nicht ganz Trophy. Naja, der nächste dann. So, schnell wieder zurück zum Spot auswerfen. Zack, Bremse nochmal ein bisschen runter korrigieren und dann mal gucken, dass die anderen Brocken hier auch noch rauskommen. Mal sehen, was wir jetzt hier haben. Ob die nächsten Spiegel reingehen. Ja, Spiegel, Spiegel, Spiegel. Also nach wie vor jede Menge Spiegelkarpfen hier an der Stelle. Aber ich bin auch relativ frisch erst hier. Oh mein Gott. Befindet sich eine Schnur, bla bla bla, Ausschnittsgewahr. Oh mein Gott, was war das für ein Zeichen? Was ist das? Guck mal, die Schnur. Lol, wo ist er denn hin? Und er ist noch dran. Oh mein Gott. Fast leer gespult worden. Oh mein Gott, was geht hier ab? Was geht hier ab? Oh, wie krass. Oh, 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 wie krass. Und der nächste Brocken. Alter. Komm, 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 komm. Das war ja krass. Komplett leer gespult. So, gucken wir mal, dass der hier... Oh, mehr Kopfschläge. Der hat mehr Bock. Der hat deutlich mehr Bock. So, komm, 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 komm. Was geht da ab hier? Einfach der nächste Spiegel. Sagen wir einfach, ist der nächste Spiegel. Gut ist. Der weiß gerade Wochenrekord. 24,7. Schade. Schade, 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 schade. Aber es geht direkt weiter hier. So. Bremse nochmal ein bisschen höher. Und jetzt einfach wieder locker einkurbeln und hoffen, dass es was Großes wird. Es ist was Großes, aber was Seltenes Großes. So, und auch der kommt langsam näher. Mann, Mann, Mann. Dichte Nebelschwaden hier über dem See. Aber da sollte er so langsam ankommen. Sieht man schon was? Wahnsinn, ey. Was ein Brocken. Ja. Das ist aber doch an für sich schon mal ein gutes Zeichen. Und auch den kann man doch... Muss er nicht? Doch, er muss doch, ne? Muss er nicht ins Fangbuch? Spiegelkarpfen muss rein, Schuppenkarpfen muss doch auch noch rein. Der nächste Spiegler. Da kommt er. Der nächste Spiegelkarpfen. Alter. Wieder so ein Brocken. Aber ich glaube nicht ganz so groß, oder? Ich glaube, der ist ein bisschen kleiner. Komm mal ran hier. Komm, 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 komm. Ja. Ja. 13 Kilo. Schönes Ding. Und wir gehen jetzt nochmal wieder zurück zum Spot. Also, der Spot ist natürlich bekannt und er scheint tatsächlich auch gut zu laufen. Nach wie vor. Also, direkt wieder raus hier mit den Routen.
und gucken, was hier so weiter geht und ob hier den nächsten Brocken reingehen oder nicht so langsam mal die ersten Kois hier reinballern. Kuhaku, sauber, sehr, sehr, sehr schön, ordentlich fette XP, 61.000, lohnt sich, sehr gut und direkt wieder raus damit. Und was haben wir hier auf der nächsten? Zack. Ja, hat auch wieder Bock und gerade ausgeworfen und es geht sofort wieder los. Also ihr seht, Frequenz ist sensationell hier. Das heißt, wir haben natürlich eine wahnsinnig große Frequenz jetzt hier mit Spiegelkarpfen. Ich habe immer noch nicht das Netz aufgemacht. Wir gucken gleich mal rein in den Kescher. Aber ich komme auch nicht hinterher. Spiegelkarpfen ohne Ende und nebenbei eben noch Decoys. Und das ist doch voll okay. Das heißt, wir können hier solide konstant unsere XP farmen, wir können solide Geld machen und zwischendurch kickt es dann einfach nochmal rein mit dem besonderen Fisch, mit dem Koi. So muss das doch sein. So, jetzt gucken wir mal, dass der hier reinkommt. Ja, doch, der ist noch ein ganzes Stückchen weit weg. Das heißt, auch da laufe ich mal so ein bisschen entgegen. So, siehst du, wenn die nicht ganz so riesig sind, dann kann man da auch einfach ein bisschen laufen und nachkurbeln. Aber der von gerade, der hat ja richtig Speed drauf gehabt. Wahnsinn. So, komm mal ran hier. Ja, das ist natürlich jetzt dann so ein bisschen vielleicht der Nachteil. Vielleicht sollte man sich einfach mit der Feederroute hier hinstellen und der 6000er Spule und dann macht man das ganz auf entspannt. Aber so ein bisschen Light Action macht das Ganze natürlich auch interessanter. Ein bisschen mehr Action, wenn man doch... wenn man es doch rauskriegt hier, wenn man die Fische doch gerade an diesem kleinen Gewässer natürlich auch auf kleinen, feinen Setup rausbekommt, dann muss man das doch auch mal probieren. Und man wird doch halt belohnt mit Wochenrekorden, ist doch super. So, komm ran hier. Ja, aber es ist natürlich ein bisschen risikoreich, ne? Das heißt, während man den einen Fisch, der groß ist, müde drillt, zieht dann auf den beiden anderen Routen, wir haben es ja gerade gesehen, die eine war fast leer gespult, alles schon im roten Bereich, wird man quasi schon fast leer gespult. Also das wäre dann natürlich ärgerlich. Gucken wir mal, was da jetzt kommt. Vielleicht doch noch ein großer Koi. Das wäre natürlich sensationell. Ich werde es auf jeden Fall noch ein bisschen weiter testen hier. Aber es macht jetzt schon richtig Bock. Dickes Dankeschön nochmal an Sarah fürs Teilen des Spots, dass das hier funktioniert. Sie hatte wohl auf 15 Meter wohl auch noch getestet, auf 8 Meter, aber jetzt hier 8 Meter ist der Schnurclip. Klappt das wohl mit am besten. So, komm mal hier ran. Dinkelsbühler hatte sie gesagt, hatte sie auch noch viele. Davon hatte ich bisher noch keinen. Kein Dinkscarp, sondern bisher... alles nur die Spiegelkarpfen. Und ich hatte angefangen mit dreierlei verschiedenen Montagen. Also Pop-Up mit Snowman Rig und mit klassischer Haarmontage. Und Pop-Up war tatsächlich am schwächsten. Snowman Rig war gut und klassische Haarmontage war auch gut. Also kann man beides wirklich gut verwenden. Na? Ne, ist glaube ich noch nicht wirklich was zu sehen. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Und ja, jetzt sind quasi alle drei Routen so zusammengebaut. Wir schauen uns gleich die Setups an. Ich glaube, der Spot sollte ja eigentlich jetzt recht bekannt sein. Der Spot am Baum. Und Setup gucken wir uns natürlich auch gleich an mit Köder und Futtermische. Oh, Alter. Aber da kriegt er doch nochmal einen Schub, ne? Auf dem letzten Metern hier. So, komm mal ran hier. So. Das sieht doch ganz gut aus. Und da ist wieder der nächste zu sehen. Diesmal den Schuppenkarpfen. Okay. Allerdings nicht groß genug. Also auch der hätte natürlich ordentlich mehr abziehen müssen. Und richtig schön oder auch länger auch abziehen müssen, um in Richtung Trophy zu gehen. Der wird wahrscheinlich auch so um die 13 bis 15 Kilo haben. So, na siehst du, 13,8. Das passt doch. Also, zurück zum Spot, direkt wieder auswerfen, bevor es dann hier weitergeht und direkt der nächste wieder rauszieht, gucken wir uns jetzt natürlich nochmal schnell den Spot kurz auf der Map an. Dann gucken wir in das Setup natürlich rein. Alter, alle beiden Routen schon wieder
Hier ist es einfach zu wild. Schnell wieder raus hier auf die 8 Meter. Bremse ein bisschen locker. Also, das ist der Spot hier unten auf der Map. Ganz simpel, 8 Meter raus. Wir wollen hier direkt an die Kante. Und die Setups, gucken wir auch mal schnell rein. Da haben wir jetzt hier auf klassischer Haarmontage die Ananas 15 und 20. Also ein bisschen größer rein. Wenn doch hier schon die Spiegelkarpfen sind, dann können wir natürlich auch größere Boilies verwenden. Dann hier rechts außen das Ganze nochmal. Allerdings hier mit Neutralpellet 16 und 20er Ananas. Und hier in der Mitte ist Snowman Rig mit Pop-Up, tropischer Ananas und sinkend würziger Ananas. Da war jetzt gerade noch der Drill drauf. Auch das funktioniert hervorragend. Und jetzt bleibt es eigentlich einfach nur noch abzuwarten. Hoppala, kommen hier noch ein bisschen mehr Kois rein? Oder sehen wir hier hauptsächlich Spiegelkarpfen? Also vom Kescherbild würde ich sagen, klar, im Moment hauptsächlich die Spiegelkarpfen. Aber im Drill hier, einer nach dem anderen. Vielleicht gehe ich doch gleich nochmal auf das größere Setup, auf die 6000er Evia. Mit der Royal Feeder. Andererseits, wenn man schon so einen dicken Brocken zieht, dann wäre es natürlich auch schön, wenn er in den Leitrekorden steht. Und auch hier kommt er so langsam rein. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, was die natürlich jetzt abziehen hier auf diesem kleinen Setup, das ist der absolute Hammer, ey. Der nächste Schuppenkarpfen ist es, glaube ich, ne? Ja, müsste ein Schuppenkarpfen werden. Wahnsinn. Also, richtig, richtig heftige Drills, aber es macht eben auch Bock. Also, schön am Limit drillen hier auf dem feinen Setup. Dafür ist das Gewässer doch auch gedacht. Sehr schön. So, kommen wir hier so langsam ran. Kriegen wir ihn hier gelandet. Er dreht die ganze Zeit so ab hier rüber. Dann lassen wir ihn auch hier rüber ziehen. So, und da kommt er hier aus dem Kraut raus. Mann, 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 Mann. Ja, die haben einfach Power, ne? 15 Kilo. Wie die mit 15 Kilo hier abziehen. Wahnsinn, Wahnsinn. Schneller Wechsel. Direkt wieder zum Spot. Raus auf die 8 Meter. Und es geht hier weiter. Also, nonstop. Ihr seht, hier ist einfach Action. Testet einfach selber. Probiert ein bisschen aus. Jetzt gucken wir aber tatsächlich gleich nochmal schnell in das Kescherbild hier rein. Alter, der nächste lange. Na, ganz so lang war der doch nicht. Aber es ist ein C2 Super Freak. Auch nice. Nehme ich natürlich auch gerne mit. Und ich würde sagen, ich ziehe jetzt hier einfach nochmal ein bisschen durch. Am Ende blende ich jetzt einfach gleich nochmal das Gesamtcacher-Bild ein von ungefähr einer Stunde. Und dann passt das doch. Also, so viel dazu. Petri Lümmel zieht raus die Brocken. Toi, 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 dass bei euch hier schön die Kois auch reinballern. Neben den ganzen Spiegelkarpfen. Vielleicht sehen wir ja mal eine richtig schön große Trophy von euch. Petri, bis zum nächsten Mal. Wenn es gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren. Hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream. Montags, Mittwochs und Freitags immer ab 19 Uhr. Petri, ciao.